Auf Tier 3 für Protoss ändert sich gegenüber unseres Tier 2-Builds einiges. Zum ersten Mal möchten wir unsere zweite Basis vollständig saturieren, also auf insgesamt 44 Probes gehen, also 16 pro Mineral Line und pro Basis jeweils 6 im Gas. Darüber hinaus führen wir mit dem Kolossus einen neuen Einheitentyp ein, den wir ja auch schon im Follow-up von Tier 2 besprochen haben, aber dieses Mal wird er fest in dem Bild implementiert. Es dreht sich alles um unsere Kolossi. Wichtig zu sagen ist, dass wir hier auf Tier 3 zum ersten Mal eine Unterscheidung treffen, nämlich zwischen den Matchups Protoss gegen Terran bzw. Protoss gegen Zerg auf der einen Seite und Protoss gegen Protoss auf der anderen Seite. Ihr werdet in der Build-Order-Lektion direkt sehen, dass es zwei verschiedene Builds gibt. Diese unterscheiden sich vor allem am Anfang, wenn es darum geht, sich den zweiten Nexus zu sichern. Denn gegen Protoss, also im Matchup Protoss gegen Protoss, ist es extrem schwer, auf einen zweiten Nexus zu kommen. Gegen Zerg und Terraner ist es eben Standard, dass man mit einer Gateway-Expansion startet. Gegen Protoss ist es nicht ganz so einfach, wie ihr vielleicht auf Tier 2, wenn ihr es da probiert habt, gemerkt haben werdet. Denn der Protoss-Spieler kann in dem Matchup sehr starke One-Base-All-In spielen, die extrem schwer zu verteidigen sind. Manchmal kann man sie einfach gar nicht verteidigen, wenn er eben ein blind kontert, sozusagen. Deswegen haben wir ein etwas anderes Opening gegen Protoss, ein bisschen sicherer, werdet ihr dann in der Build-Order-Lektion kennenlernen. Aber dennoch haben die Builds das gleiche Ziel. Wir möchten nämlich einen Angriff aus zwei Basen spielen mit 7 Gateways und einer Robotics Facility, die eben Kolossi produziert. Und wir möchten das Plus 1 Attack Upgrade aus unserer Forge. Ja, die Forge ist auch das erste neue Gebäude, was wir besprechen werden, denn wir haben sie bisher nicht wirklich in dem Bild implementiert. In der Forge finden sich drei verschiedene Upgrades. Es findet sich zuerst das Attack Upgrade für Bodeneinheiten, das Armor Upgrade. Ne? Das zweite, das Armor Upgrade, auch für Bodeneinheiten. Und als drittes ein Schild Upgrade für Bodeneinheiten und Lufteinheiten und Gebäude. Denn ihr werdet ja sehen, dass bevor die eigentliche Lebensenergie der Protoss angebrochen wird, immer erst die blaue Energie angebrochen wird, die Protoss-Schilde. Diese regenerieren sich, sobald die Einheiten, Gebäude, ja, die Einheiten oder Gebäude aus dem Kampf wieder heraus sind. Das ist das Schöne an den Schilden und die können wir eben mit dem dritten Upgrade in der Forge auch noch verbessern. Für uns ist vor allen Dingen erstmal das Angriffs-Upgrade für die Bodeneinheiten in diesem Bild, den wir auf Tier 3 lernen, wichtig bzw. von Relevanz. Die Forge hat einen weiteren schönen Nebeneffekt. Wir können nämlich, sobald die Forge auf dem Feld ist, Photon-Cannons oder auch zu Deutsch Photonkanonen bauen. Diese lassen sich wie alle Gebäude in ein Energiefeld, in ein vorhandenes Energiefeld setzen. Und ja, das sind eben die stationären defensiven Strukturen der Protoss. Und diese können sowohl auf Boden als auch auf Lufteinheiten schießen und haben einen sehr schönen weiteren Effekt. Denn neben unseren fliegenden Observern geben auch Photonkanonen oder Photon-Cannons Detection in einem großen Radius um sich herum. Und zwar einen weiteren Radius, als sie schießen können. Das ist sehr, sehr schön und komfortabel. Dann haben wir ja die Robotics Facility bisher kennengelernt, um vor allem Observer zu bauen. Wir werden auch noch die anderen Einheitentypen besprechen. Aber für uns erstmal wichtig, die Kolossi. Kolossi oder Kolosse zu Deutsch können wir produzieren, sobald wir das Add-on der Robotics Facility auf dem Feld haben, nämlich den Robotics Bay. Und in dem Robotics Bay finden wir weiterhin ein Upgrade, also eigentlich drei Upgrades, aber für uns ist erstmal wichtig das Upgrade Thermal Lance, denn dieses verbessert die Reichweite unserer Kolosse und das ist ein absolutes Muss, wenn wir eine Armee aufbauen, die sich um unsere Kolosse dreht. Kolosse allgemein, die stärkste Bodeneinheit der Protoss, extrem teuer, extrem groß und dafür aber extrem mächtig, verfügen über einen sogenannten Splash Damage oder Area of Effect Damage, treffen also mehrere Einheiten auf einmal mit einem Schuss, können dafür nur auf Bodeneinheiten schießen und was halt sonst noch schön ist, dass Kolosse eben Klippen hoch und runter gehen können
und man sie dementsprechend sehr gut manövrieren oder micron kann. Neben den Observern und den Colossi gibt es eben auch noch Immortals. Immortals werden wir nicht fest im Bild implementieren, aber wir möchten sie schon mal vorstellen, damit ihr wisst, was die Dinger eben können. Das sind einfach Bodeneinheiten, die haben einen Distanzangriff und können nur andere Bodeneinheiten treffen, können nicht in die Luft schießen. Sie halten sehr viel aus und sind vor allen Dingen gut gegen sehr stark gepanzerte gegnerische Einheiten. Schlecht hingegen sind sie gegen viele kleine Einheiten, zum Beispiel Zerklinge, da haben sie überhaupt gar keine Chance. Also Immortals bauen wir eigentlich, wenn wir gegen große gepanzerte Einheiten vorgehen müssen. Vor allem bauen wir übrigens Immortals gegen Terraner, die auf viele Panzer setzen. Immortals sind nämlich sehr gut gegen viele Panzer. So, dann gibt es noch das Warp Prism. Und das möchte ich mit auf jeden Fall schon jetzt auch auf Tier 3 fest benutzen, um eben unseren Angriff zu starten. Wir waren ja bisher immer davon abhängig, dass wir eine Probe auf der Map haben und dort einen Pylon hinsetzen, beziehungsweise erst wenn wir angreifen, eine Probe mitnehmen, irgendwo einen Pylon setzen und dann erst an der Front hereinwarpen können. Das Warp Prism, das nehmen wir ab jetzt immer mit, denn wir können es eben ausklappen und dann haben wir ein mobiles Energiefeld und zwar sofort. Wir investieren nur 200 Mineralien und ziehen das Warp Prism mit, wenn wir angreifen, und können es direkt neben unserer Army immer wieder ausklappen und den nächsten Warp in Zyklus nutzen. Das ist das Schöne am Warp Prisms. Wir können übrigens auch Einheiten einladen ins Warp Prism, das möchten wir aber erst einmal nicht. Wir benutzen es erst einmal nur für das mobile Energiefeld. So, dann werfen wir einen näheren Blick auf unseren Mothership Core. Auf Tier 2 haben wir ihn schon gebaut, aber dort zum Verteidigen. Wir haben uns die Fähigkeit Photon Overcharge angesehen, die wir eben auf einen Nexus setzen können. Der Mothership Core hat aber noch zwei weitere sehr interessante Fähigkeiten. Und wir möchten vor allen Dingen den Time Warp ab jetzt nutzen, denn und vor allem, wenn wir eben aggressiv unterwegs sind, also unseren Push starten, dann möchten wir einen Time Warp auf die gegnerische Army setzen, die uns, die in uns hereinläuft. Denn alles, was in den Time Warp drin ist, das ist dann sehr langsam, also bewegt sich sehr langsam. Das ist dann so ein kreisförmiger Blob, der sich aufmacht und alles, was da drin ist, ist eben extrem langsam. Ich korrigiere alles von den Gegnern. Unsere eigenen Einheiten werden nicht in einem Time Warp geslowt, deswegen ist das Ganze sehr, sehr schön und komfortabel. Kostet natürlich Energie auf dem Mothership Core. Dann hat der Mothership Core auch noch eine dritte Fähigkeit. Ich erkläre sie einfach. Ist eine schöne Mechanik, nämlich der Recall. Und den können wir nutzen, um uns unsere Armee zu evakuieren. Das bedeutet, den Recall den benutzen wir wieder auf einen vorhandenen Nexus. Können wir auch über die Minimap übrigens. Alles, was um den Mothership Core herum ist, wird mit nach Hause teleportiert, benutzen wir den Recall auf einen Nexus, der eben zu Hause steht. Und ja, das ist eben eine sehr schöne Mechanik, falls wir sehen, okay, der Falke gerade richtig in die Hose und ich will noch irgendwas retten, dann ist mit der Protoss-Armee relativ schwer wegzukommen, weil die Armee ist im Vergleich zu anderen Armeen, also bei den Terranern und den Zerg, sehr, sehr langsam. Das bedeutet, wenn wir flüchten müssen, dann geht es eigentlich nur mit dem Recall. So, dann werden wir auf Tier 3 uns zum ersten Mal mit den sogenannten Force Fields auseinandersetzen. Da gibt es auf jeden Fall auch mehr in der Micro-Lektion dann später zu. Force Fields sind die zweite Fähigkeit unserer Sentries, die wir uns ansehen möchten. Und ja, Force Fields, das sind Energiefelder, die setzen wir auf den Boden. Und durch diese Energiefelder, solange sie da sind, die sind halt über einen kurzen Zeitraum dort, können sowohl gegnerische als auch unsere eigenen Einheiten nicht durch diese Energiefelder durchlaufen. Wir können uns also schützen gegen Einheiten, die auf uns zurennen wollen, uns umkreisen wollen, indem wir Force Fields um uns herum setzen. Und das werden wir uns in der Micro-Lektion nochmal ansehen. Wichtig dabei ist, massive Einheiten überrennen Force Fields. Dazu gehören zum Beispiel Kolosse als auch Ultralisken und eben Thors, der Terraner. Gegen die können wir uns mit Force Fields nicht schützen. So, dann gehen wir einmal kurz auf das Follow-up ein, was wir spielen möchten auf Tier 3. Wir möchten nämlich dann zum ersten Mal eine dritte Basis saturieren, also einen dritten Nexus zum Laufen bringen. Und da ist sehr wichtig, dass wir eben weitere Probes produzieren und hochgehen auf 66 Probes, also sowohl 16 überall auf den Minerals haben, als auch 6 pro Basis im Gas.
Und ja, das ist die Maximalsaturation für Protoss. Wir wollen nie mehr als 66 Probes haben. Und wir können schon mal merken, wir wollen eigentlich immer 3 Mineral Lines am Laufen haben, wenn das Spiel weitergeht. Das ist eigentlich so die Regel für Protoss. Am mächtigsten ist Protoss einfach, wenn sie auf 3 Basen sind. Hier auf Tier 3 haben wir nochmal den Zwischenschritt, dass wir erstmal einen vollen 2-Base-Push spielen. Und später auf Tier 4 möchten wir dann versuchen, uns eine dritte Basis zu sichern. Und da ist eben wichtig hier, Maximalsaturation 66 Probes, danach wollen wir keine weiteren Probes bauen, sonst wird unsere Armee einfach zu klein. Weiterhin im Follow-up, wir möchten weitere Upgrades erforschen. Das hatte ich vorhin ja schon angekündigt bei der Forge, wir können nur die 1er Attack, 1er Armor und 1er Shield Upgrades erforschen. Um die zweite Stufe freizuschalten, brauchen wir ein weiteres Gebäude, nämlich das Twilight Council. Das Twilight Council wird freigeschaltet, sobald wir unseren Cybernetic Core auf dem Feld haben. Ihr erinnert euch, den benötigen wir für Stalker, für den Mothership Core und für die Robotics Facility. Und das Twilight Council, ja, das benötigen wir erst einmal nur, damit wir weitere Upgrades in unserer Forge erforschen möchten, können. Denn tritt das Follow-up ein, dann möchten wir jetzt auf Tier 3 weitere Attack-Upgrades erstmal erforschen. Plus 2 Attack, plus 3 Attack. Und danach können wir dann noch die anderen, die Armor und die Shield-Upgrades in der Forge erforschen. Die haben für uns aber erst einmal keine Priorität, sondern das Attack-Upgrade. Wofür das Twilight Council noch wichtig ist, das lernen wir dann auf Tier 4 kennen. Es schaltet 2 weitere Tech-Gebäude frei, können wir schon mal sagen. Die uns dann weitere Einheitentypen eröffnen. Aber das besprechen wir dann auf Tier 4 und das war's dann erstmal mit dem Überblick. Als nächstes sehen wir uns an, was wir an den Settings verändern, hier auf Tier 3 für Protoss.